Meine Freunde, und schön, dass ihr wieder dabei seid bei das Monkey SC, der weiblichen Ein-Mann-Armee. Ich hoffe, dass wir jetzt so den einen oder anderen gegeiert kriegen. Und ich würde sagen, wir steigen mal ins Flugzeug, starten Herr Tanta und hoffen, dass so der ein oder andere gute Spieler dabei ist. Nicht jetzt so der Obernerd, weil ich bin ja noch quasi Anfänger. Ich spiele ja erst seit 3 Monaten und bin noch nicht so gut im Flugzeug, wie ich gerne wäre, und übe auch noch im Hubschrauber. Aber ich finde, zum Flugzeugfliegen gehört wenigstens noch ein kleines bisschen Skill. Oppressor kann jeder, da drückt man einmal auf Knopf und derjenige ist tot. Das ist nichts. Das macht keinen Spaß. Es ist gut für den Notfall, wenn man merkt, oh, nichts geht mehr und so, dafür ist es geil. Aber wenn ihr wirklich was könnt, fliegt Heli oder fliegt Flugzeug und scheißt auf diese Knobbikes. Die sind sowas zum Kotzen. Die nerven einfach nur ab und es macht einfach keinen Spaß. Und ich würde sagen, wir versuchen jetzt ein bisschen was zu reißen. Es sind genug Leute in der Lobby. Wir starten direkt mal Headhunter und gucken, ob wir was gerissen kriegen. Ich hoffe doch, dass wir so den ein oder anderen schönen Kill hinkriegen. Und dann sehen wir mal, was so geht. So, ich muss mich jetzt erstmal ein kleines bisschen warm fliegen. So 2 Minuten. Dann müsste das ganz gut aussehen. Da haben wir doch schon das erste saubere Opfer. Na, wo ist er denn? Jo, den haben wir gekriegt. Da ist auch gleich noch einer. So ist es doch schön, so muss das sein, so macht der Spaß. Wir wollen jagen, wir wollen töten, wir wollen zerstören. Und zwar nicht ein bisschen, sondern viel, und den haben wir auch erwischt. Oh. Schön mit Kopfgeld, Kollege. Was stehst du da so doof? Und wenn du jetzt auch noch im Auto sitzt, dann hast du richtig einsitzen. Dann bist du echt nicht ganz dicht. Also, manche Leute verstehe ich nicht. Er hat Kopfgeld draußen und er sitzt jetzt wahrscheinlich da irgendwo im Auto und wartet auf seinen Kill. Ja, wo ist er denn? Oder er ist nicht im Auto, wa? Ist er im Auto? Nee. Er hat schon gewartet. Er war gar nicht mehr doof, ey. Darum hat er wahrscheinlich auch Kopfgeld draußen. Solange er kein scheiß Oppressor-Bike hat, ist alles gut. So, die hasse ich nämlich mittlerweile, die Dinge. Ich habe zwar selber eins und nutze das auch gerne für Not, wenn ich runtergeholt worden bin, nehme ich das so gerne als, ja, Wiedergutmachwaffe, sag ich mal so. Das heißt, um mir denjenigen zu holen, der mich gerade runtergeholt hat. Dafür ist es echt gut. Ansonsten könnt ihr es echt vergessen, wenn ihr ja sauberen Kampf haben wollt, versucht es so. Es macht wesentlich mehr Spaß, als wenn ihr das mit diesem Knockbike macht. Das macht echt keinen Spaß mit dem Teil. Da drückst du halt, wie gesagt, einmal auf den Knopf und dann ist gut. Und ja, das hat doch nichts mit Spielen zu tun. Also das kann halt jeder, und ich habe lieber Bock, richtig geil Heli fliegen zu lernen und richtig gut mit dem Flugzeug umzugehen, und das ist eher meins. Also da habe ich richtig Bock drauf, und ich glaube, dieses ja Loopbike scheiß Oppressor Ding da ist nicht schlecht für kleine Kiddies und so, ist das super, aber sonst ist das nichts. Also versucht lieber geil Heli fliegen zu lernen oder irgendwie schön mit dem Flugzeug. Flugzeug finde ich persönlich noch geiler als Heli. Aber es ist ja Geschmackssache. Ich habe zwar schon eigentlich alle guten Helis und auch halbwegs gute Flugzeuge, aber ich finde, Flugzeug ist noch ein bisschen geiler irgendwie, ein bisschen wendiger. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich noch nicht so hundertprozentig mit dem Heli umgehen kann. Aber ich glaube, das kommt noch. Ich glaube, da braucht man auch so die ein oder andere Flugstunde, bis man das richtig gut drauf hat. Den ein oder anderen sauberen Kill kriege ich damit auch schon geholt, aber halt noch nicht so viele, wie ich gerne wollen würde. Und im Flugzeug habe ich das Gefühl, dass ich damit schon einiges gerissen kriege, obwohl ich ja noch nicht so der beste Flieger bin und auch noch nicht so viel Flugerfahrung habe.
Aber ich habe halt schon öfter mal geflogen in Spielen. Und Flugzeugfliegen ist ja irgendwie immer gleich. Also es gibt sich nicht viel. Falls ihr euch über schnarchende und forzende Geräusche wundert, ich weise noch mal gerne darauf hin, das ist mein Hund. Mein Hund, der schnarcht gerne. Und mein Hund, der forzt auch ganz gerne mal, ist halt eine Bulldogge. Was sein muss, muss sein. Alles, was raus muss und keine Miete zahlt, muss halt auch raus. Verzeiht's ihn, er meint es nicht so. Aber manchmal ist es trotzdem ein bisschen komisch. Ich höre es selber schon gar nicht mehr, werde aber regelmäßig irgendwie darauf angesprochen. Gerade wenn die Leute das so über Mikro hören. Also wundert euch nicht, das ist nur meine Bulldogge. So, da vorne könnte was sein. Jo, den kriegen wir. Den kriegen wir auch. Hoffe ich doch. Und. Jo, der eine ist im Rückstuhl. Der ist schon wieder. Was hier? Nervtyp, ey. Aber bin ich wohl auch, wenn ich hier die Leute kill die ganze Zeit. Egal, wir lassen den. Den holen wir uns zum Schluss. Wir wollen ja nicht gleich runtergeholt werden. Zumindest hat er keinen Oppressor. Das ist schon mal gut. Also haben wir eigentlich eine ganz gute Chance. Aber er hat einen Lenkraketenwerfer. Und ich hoffe, den hat er bald leer geknallt, ey. Also warten wir lieber noch ein bisschen. Ja, ich habe mich noch gar nicht so auf die Bodenziele konzentriert. Wie ihr seht, ich habe es eher auf andere Leute abgesehen. Oh, da vorne ist ein Team. Zwei Idioten in ein Auto, so wie es aussieht. Und ich würde sagen, die versuchen wir direkt mal eine Runde zu geiern. Wer so doof ist und im Krieg durch die Gegend fährt, der hat auch keine Gnade verdient. Also versuchen wir uns den zu holen. Da kommt er. Drehen einmal um. Oh, und dann auch schön mit einem leuchtenden Auto, dass ich ihn auch ja sehe. Wie kann man nur so doof sein? Und direkt erstmal passiv gehen ist wichtig. Feiger. Feiger Typ. Passiv gehen ist ganz, ganz wichtig. Feigling. Wer schon mit einem leuchtenden Karre hier durch die Gegend fährt, fliegt, wollte ich gerade sagen. Der braucht sich auch nicht wundern, wenn er abgeschossen wird. Den müssen wir uns auf jeden Fall holen. Er ist gerade wieder raus aus seinem scheiß Passiv. Und den will ich jetzt unbedingt haben. Na komm schon. Warum gehen Sie da nicht an? Danke. Aber darum sieht sie da wahrscheinlich nicht an, weil er passiv ist. Ach, das war eine Fahrzeuglieferung oder was? Das wäre natürlich noch geiler. Weil sie sieht uns direkt so wahrscheinlich wieder an. Ich wusste das. Ich hab's mir gedacht. Ein Typ, er steht der ganze Zeit mit Lenkraketenwerfer gezogen und hofft, dass ich gleich vorbeikomme, weißt du? Aber mal gucken, irgendwann wird ihn langweilig. Ja, schade, es ist nicht so viel los, wie ich gerne würde. Ich dachte eigentlich, ist es noch ein bisschen mehr los, aber ja, es ist nicht so viel. Und die meisten gehen halt passiv, wie ihr seht. Traurig, aber wahr. Statt sie sich direkt mal kurz ein Heli holen oder ein Flugzeug und versuchen mich zu geiern. Nein. Sie fahren da unten spazieren und kaufen sich neue Stöckelschuhe. Oh, hat er sich gleich versteckt.
Ja, wo versteckt ihr euch denn alle? Ich brauche Action, Alter. Komm raus aus eure Löcher, ihr Ratten. Na, krieg ich dich jetzt? Immer noch nicht. Alter Schwede, hast du aber ein Glück. Kollege, du hast mehr Glück als Verstand, ey. Jetzt habe ich dich. Werd ja auch mal Zeit, ey. Dritter Anflug oder so. So, was ist mit dir da unten? Er geht direkt erstmal passiv. Ha, er war nur in Pause. Ich dachte, er geht passiv. Aber er hatte nur Pause. Er geht in Pause. Pause ist wichtig. Pause muss sein. Glück gehabt. Manchmal drücke ich zu doll auf dem Pad, richtig scheiße. Dann kommt immer schön das Fahrwerk raus. In der Aufregung und Todesangst wird dann zu doll gedrückt und dann ist das Fahrwerk draußen. Gucken, ob wir ein Bodenziel erwischen. Ach, guck mal, da kommt direkt eine auf uns zu. Ist er nicht nett? Ist er nicht freundlich? Dann kriegen wir sie doch noch. Doppelkill. Haben sie nicht mehr mit gerechnet. Eben sind sie so schön passiv gegangen und dann gehen sie raus aus ihr Passivmodus. Was für ein Scheiß auch, ne, Kollegen? Und nochmal der Pause-Typ, ey. Mann, 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 ihr lernt das nicht, ey. Was ist bloß los mit euch? Stehen da mit Pause auf der Brücke und warten, bis man sich sie holt. Ein Kill nach den anderen, weil sie hier auf doof auf irgendwelchen Brücken stehen mit richtig schön leuchtenden Autos, die man von Kilometer weit sieht. Die kann man nur so dämlich sein und da der nächste Doofe. Ah, er war wenigstens noch ein bisschen schlauer, er ist Motorrad gefahren. Aber auch nicht wirklich schlau. Ey, der hat aber gescheppert, du. Standen, glaube ich, gerade drei Bullenwagen oder so. So, wir haben noch kein einziges Bodenziel zerstört. Das ist natürlich richtig geil. Nämlich gar nicht. Aber mir ging es jetzt auch eigentlich eher um den Spaß. Um ein bisschen abfacken. Nicht jetzt unbedingt um die Bodenziele. Normalerweise versuche ich die noch mitzunehmen. Alleine schon wegen der Kohle. Aber ich glaube, auch wenn ihr keins erwischt, ein bisschen Geld kriegt ihr trotzdem. Bis jetzt habe ich die mir eigentlich immer alle geholt. Mal gucken, wie es ist, wenn wir zum Beispiel nur eins kriegen. Das versuchen wir uns wenigstens vorzuholen, weil wir haben auch nur noch eine Minute. Gucken wir wenigstens mal, dass wir das hier noch kriegen. Bullenheli. Scheiße, der Anflug war kacke.
nur noch eine Runde drehen, leider. Ja, jetzt habe ich mich zu viel auf die Spieler konzentriert. Und mich um die Bodenziele gekümmert. Aber kommt auch mal vor. Mal gucken, ob wir den einen wenigstens jetzt noch kriegen. Komm, 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 wenigstens. Das wäre nicht mehr. Nicht so schlimm. Mal gucken, ob wir auch Geld kriegen, wenn wir keins erwischen. Na, das wird nichts. 4 Sekunden nur noch. Na, kriegen wir trotzdem was? Hey, 5000 trotzdem, seht ihr? Ihr habt Spaß gehabt mit Leute killen und kriegt trotzdem 5000, ist doch super. Das wird eng, du. Das wird richtig eng eben. Na, muss er. Er hat sich ein Heli besorgt, Kollege. Geiler Typ. Und jetzt landet er da. Ja, das war natürlich schlau von dir, Digga. Was für ein Trottel, ey. So, meine Freunde, ich danke euch fürs Zusehen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euer das Monkey SC. Ich glaube, der Typ hatte sogar noch Kopfgeld draußen. Umso besser. Haben wir dafür auch noch mal 3000 gekriegt und das für Spaß haben, Leute killen, weil sonst kostet das ja immer Geld, wenn ihr irgendwelche Leute ihre Autos zerstört und so kostet das halt nichts, ne? Also ich danke euch fürs Zusehen und würde sagen, bis zum nächsten Mal, euer das Monkey SC, Peace und haut rein.